Ich glaube nicht, dass da eine Chance vertan wurde, weil auch eine 25 Quadratmeter Wohnung ist nicht unbedingt eine Mikrowohnung. Wenn ich mir so den Lebensverlauf eines Singles vielleicht ansehe oder eines Jugendlichen ansehe, der jetzt einmal in eine kleine Wohnung zieht, schaut es doch so aus, dass dann natürlich sehr oft wer zweiter dazukommt, möglicherweise dann eben ein Kind dazukommt. Und das heißt, bei einer 25 Quadratmeter Wohnung ist der Druck noch viel größer, bei einer Veränderung der Familiensituation die Wohnung zu wechseln. Die Frage ist, wie stark möchte man die Suche nach neuen Wohnungen ankurbeln? Ich glaube, das liegt jetzt nicht unbedingt im Interesse der Gesamtstadt, dass ich ein gewisses Mietnomadentum dadurch auslöse. Das ist jedenfalls auch ein Argument, denn es gibt natürlich ein zweites rechtliches Argument für die 30 Quadratmeter. Wir haben im Mietrecht, im Bundesgesetz, die 30 Quadratmeter und auch in anderen rechtlichen Vorschriften. Und jegliche derartige Änderungen bringen nur massive Verwirrung. Also wenn, dann müssten wir alles ändern, dann müssten wir das Mietrecht parallel dazu ändern. Es gibt für all diese Dinge, nehmen wir jetzt die 25 Quadratmeter her, für und wider. Diese 25 Quadratmeter dienen all jenen, die natürlich 25 Quadratmeter Wohnungen entwickeln und verwerten wollen und auch jenen, die natürlich eine derartige kleine Wohnung anmieten wollen, aus verschiedenen Gründen. Ja, meistens ist es natürlich der Gesamtbetrag, den ich dann monatlich oder auch, wenn ich es kaufe, als Kaufpreis hinlegen muss. Der ist halt dann entsprechend niedriger und ich nehme gewisse Dinge in Kauf. Die Bauordnung dient aber dazu, dass das Wohl aller und das Wohnwohl aller bedient wird.